Rudi Steiger, herzlich willkommen beim FC Luzern. Wer sind Sie? Welchen Bezug haben Sie zum FC Luzern und wieso sind gerade Sie der richtige Präsident? Ja, zuerst freue ich mich, dass ich da sein darf. Ich habe eine riesige Freude, dass ich die Aufgabe hier vorne in Zukunft und wieso ich der richtige Präsident bin, das kann ich so nicht beantworten. Aber ich kenne die Anforderungen, ich kenne die Ziele, die gesetzt sind an den neuen Präsidenten. Und ich bin überzeugt, die werde ich zusammen mit dem Team, zusammen mit den Führungsleuten, zusammen mit den Know-how-Trägern, die der FCL hat, werde ich die können meistern. Und ich bin zum Glück nicht 46, ich bin 56. Das einmal eine Richtigstellung. Und ich bin froh, wenn man mir nicht Rudolf, sondern Rudi sagt. Und im Weiteren bin ich in Tschuk im Seeland geboren. Bin vor 24 Jahren in die Innerschweiz gekommen und habe hier geheiratet und habe zwei Kinder und genieße ab und zu auch noch das Familienleben in Meggen. Sie werden da von ab 1. Januar eigentlich mit Ihrem ganzen Pensum, wodurch soll sich das Schiff FC Luzern bewegen unter Ihrer Führung? Gut, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu früh. Ich muss mich jetzt sehr einschaffen, da von Visionen zu reden. Aber ich denke, es geht primär darum, die Marke, die Institution, Fußballclub Luzern, entsprechend zu positionieren. Sei das jetzt im Sportlichen, wie auch im Wirtschaftlichen und nicht zuletzt auch im Gesellschaftlichen. Und so zu positionieren, dass alle Innerschweizer, inklusive der Fans, stolz sein dürfen, FCL in der Swisspor Arena dürfen geniessen. Haben Sie den FCL erlebt in den letzten Monaten? Sie sind ja bereits seit 25 Jahren dabei, seit der Meistersaison, aktiver Zuschauer. Wie haben Sie die letzten Monate so mitverfolgt? Es ist doch ein bisschen turbulent zu und her gegangen in den Medien. Ja, ich denke, mit der Gewinnung von Alex Frey hat der FCL die Weichen gestellt für eine erfolgreiche Zukunft. Immer ist es auch gelungen, mit dem Carlos Benegger einen starken Trainer reinzubringen. Und ich glaube, sportlich gesehen, sieht die Zukunft vom FCL sehr gut aus. Und ich habe die letzten Spiele, ich mache jetzt vielleicht eine Klammer, machen, was das gestrige Spiel betrifft, aber die letzten Spiele, vor allem die Heimspiele, habe ich sehr positiv erlebt. Die Leidenschaft ist zurückgekommen auf den Rasen. Und ich denke, wenn die Spieler die Leidenschaft auf den Rasen bringen, dann wird auch die Leidenschaft bei den Fans da bleiben und wir werden wieder mehr Zuschauer haben im Stadion. Wenn Sie das Wort FC Luzern hören, an was denken Sie da als erstes? Emotion pur, das ist etwas ganz Tolles. Ich habe schon über meinen Sohn, der FCL, früh erfahren. Er war Junior, hat bei der U12 geshootet, hat leider einen Unfall gehabt, hat aufgehört. Aber ich bin mit ihm und mit dem FCL-Team, Trainerstab, schon dann von Pontius zu Pilatus umgereist. Und von dem her habe ich schon sehr früh Bezug zum FCL können aufbauen. Und ich bin leidenschaftlicher Zuschauer von Fußball und ich genieße interessante, spannende Spiele und habe immer Freude, dass der FCL vorne ist. Was ist Ihnen wichtig in der Führungsstruktur? Sie haben auch gesagt, man will Werte schaffen rund um den FC Luzern, inklusive Nachwuchs. Können Sie uns das ein bisschen erläutern? Ja, also ich habe einen Führungsstil, den würde ich als sehr kooperativ bezeichnen. Bei mir steht immer der Mensch im Mittelpunkt und ich bin überzeugt, ich werde sehr interessante und ideenreiche Leute haben in diesem Führungsstab. Und das Ziel wird sein, das Aufgabenportfolio, das ja jetzt durch den Weggang von Thomas und von Mike sicher etwas anders muss gestaltet werden, auf verschiedene Schultern teilen. Und ich bin überzeugt, das ist auch eine Chance für gewisse Kaderleute. Und ich tue sehr gerne mit dem Holz, das da ist, hobeln. Und bin überzeugt, dass wir das im Team die Aufgabe in Zukunft werden können bewältigen. Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um? Der FC Luzern, Sie haben es vorhin gesagt, ist eine Institution in der Innerschweiz. Haben Sie Respekt? Es wäre nicht gut, wenn ich würde sagen, ich habe keinen Respekt. Respekt ist für mich sowieso etwas ganz Wichtiges und ich werde sehr respektvoll an die Aufgabe hineingehen. Aber Respekt darf man nicht gleichsetzen mit Angst. Also ich bin überzeugt, gemeinsam mit dem heutigen Führungskader werden wir diesen Aufgaben können gerecht werden. Sie haben bereits schon Aufgaben wahrgenommen bei der Firma Kentaro im Verwaltungsrat. Sie kommen also vom Fußball. Können Sie uns da vielleicht schnell beschreiben, welche Erfahrungen Sie hier sammeln dürfen?
Gut, als Verwaltungsrat ist man natürlich weit weg vom operativen Geschäft manchmal, aber auch dort habe ich die Faszination Fußball pur erlebt. Also Kentaro ist zuerst mal aufgefallen hier in der Schweiz mit der Organisation des Trainingslagers der brasilianischen Nationalmannschaft in Weggis und hat dann später die World Brazil Tour gemanagt, wo man pro Jahr 8 bis 10 Länderspiele rund um den Globus ausgetragen hat. Den Auftrag hat man jetzt leider verloren, aber dort ist tatsächlich eine grosse Fußballwelt und ich freue mich auch dort natürlich immer wieder an einem interessanten, spannenden, internationalen Spiel dürfen beizuwohnen. Der FCL hat ja noch eine Rechnung offen mit Brasilien. Besteht da vielleicht mal die Möglichkeit, dass wir so ein Highlight mal wiederholen könnten? Wir haben ja hier gesehen, Borussia Dortmund, ein riesen Event, volles Stadion, Fußballfest. Haben Sie da vielleicht schon etwas in Aussicht? In Aussicht nicht und ich kann da überhaupt nichts versprechen. Das ist immer schwierig, da muss vieles stimmen. Brasilien ist wahrscheinlich eher eine Option oder weniger eine Option, weil das Mandat hat man verloren. Das ist heute nicht mehr bei der Kentaro, aber vielleicht gibt es durchaus Chancen mal mit einer anderen interessanten Mannschaft hier in der Swissport Arena aufzutreten. Hoffen wir das Beste. Viel Glück für Ihr Amt. Sicher eine schwierige Aufgabe beim FC Luzern, aber sicher auch eine Möglichkeit, die Chancen bieten. Danke vielmals, Rudi Steger. Ich danke auch und ich freue mich, die Aufgabe wahrzunehmen.